Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Andunil. Und heute werden wir weiterhin Richtung Quest gehen, wo wir erstmal hier Bullshit einsammeln, weil kann man ja verkaufen. So, ich werde einmal kurz mein Sound wieder ein bisschen leiser stellen. So, ah, schön. Ich will nicht rasten, ich will die Karte angucken. Wir befinden uns gerade da und wir sind auf dem Weg dahin, auch wenn das Wasser ziemlich seltsam aussieht und die Schatulle, die Jero in der Nähe seines Hauses ins Meer geworfen hat. Okay, da wollen wir hin. Und wir müssen in die Richtung da hinten, ja? Na gut, falls wir da irgendwie hinkommen. Ich weiß gar nicht, wie komme ich hier weg? Ich bin auf der falschen Seite erstmal. Ach Mann, warum tust du mir das an, Spiel? Egal, backen wir uns hier hoch. Ich bin der Backmeister. Ihr kennt mich ja. Ihr seht ihr. Total easy. Fast als hätte ich ein Jetpack benutzt. Glühwürmchen. Schmetterlinge. Leuchtende, grüne Schmetterlinge. Haha. Was ist das? Was sind das hier für Steinformationen? Was bist du? Mondscheinfalter. Nachts ist das hier richtig krass. Viele Sachen zum Verkaufen. Ich sammle quasi erst Geld aus der Luft. Aha. Was ist da los? Halt, Moment. Bei 5, ne? Bist du böse? Bist du ein böser Dude? Und du? Okay, auch. Scheiß Fuchs hat mich entdeckt, ne? Okay. Das könnte gefährlich werden, was ich jetzt tue. Aber egal. Gut. Wenn man den trifft. Oh yeah. Oh yeah. Wenn der erste fällt, ist das perfekt. Aber ich glaube, die haben mich. Die greifen den Fuchs an. Ja, genau. Das war der Fuchs, der euch mit Pfeilen beschossen hat. Nicht ich. Den. Steh doch auf. Wie steht man auf? Okay. machen wir es mal so. Oh Gott, mir geht's nicht gut! Zieh dich! Er wollte mich gerade töten! Er wollte mich gerade töten! Ich brauche ein Bett! Stirb! Nein, stirb! Stirb bitte! Bitte! Holy shit, ich brauche ein Bett zum Schlafen, Alter! Das war zu knapp! Ich dachte, ich wäre schon tot! Okay, ziehen wir uns ein bisschen was zu essen rein. Ja, das sowieso. Gut, die Äpfel halten nicht lange, aber egal. So, wo ist die andere Leiche? Ich hab den hier am Baum irgendwo getötet, ne? Was? Rote Malfassblume? Weil? Ich wollte eine Leiche! Da! So, Eisenhelm brauchen wir nicht, Hammer brauchen wir nicht, aber die Rest können wir zum Verkaufen gebrauchen. Und wir brauchen eine Hütte oder so, irgendwas, wo wir schlafen können. Was haben wir denn da oben? Aber in der Wildnis zu schlafen, ist nicht gut. Eigentlich. Aber ich glaube, ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich habe keine Wahl. So, wir speichern das mal kurz ab. Dieses Spiel ist ein bisschen schwieriger als Skyrim. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Ja, das war sehr schlau, Zero. Nein, bitte! Nein, ich bin. Nein! Okay, hier kommst du gar nicht rüber, ne? Ha! Das wird ein Pfeil- und Bogenkampf. Ihr meint das ernst, was? Na schön. Mist, ich treffe den Typen nicht. Jetzt sehe ich den nicht. Ola Shita! Shit. Okay, pass auf, wir ziehen uns erstmal was zu essen rein. Allein schon die Musik, oh. Lehrlingsbuch parieren. Ah. Yeah, baby. Okay, vielleicht war das dumm. Vielleicht. So,
Kürbis. Willst du mir nicht heilen, Kürbis? So ein bisschen vielleicht? Das ist nur ein mentaler Kampf hier. Das ist ein mentaler Kampf. Jetzt hoffe ich, hinterm Stein zu vercampen, du Penner. Oh Gott, der kommt da durch. Ich sollte auf dieser Seite bleiben. Wie soll ich dich hier treffen? Oh, ich dachte schon, ich habe keine Pfeile mehr. So, kümmern wir uns um den Deppen hier. Na, habe ich dich ausgetrickst? Ach komm, was versuchst denn du? Was versuchst du? Hier, Headshot, Alter. Ja, ja, da wirst du wütend, ne? Soll ich dir mal ins Knie schießen, dann bist du gleich eine Wache. Boom, jetzt kannst du als Wache antreten. Kacklappen, du. Zack. Also, ich muss sagen, die Kämpfe hier in Endonell sind sehr, sehr schwer. Gegeben. So. Wie viel können wir noch tragen? Nicht mehr viel. Wir sollten nur die wichtigen Sachen mitnehmen, ne? 22, 12, 10, 10, 13, 4. Oh, Pfeile. Und Geld. Ja, gut. Ignorieren wir einfach, dass wir alles mitgenommen haben. Gut. So. Nehmen wir die Pfeile mit, den Dietrich, die Eisenhandschuhe und die beiden Sachen. So, und dann gehen wir weiter. Dieses Spiel, habe ich gemerkt, es spielt im Mittelalter. Das heißt nicht in der Skyrim-Welt sozusagen, sondern ich glaube, wie hieß der? Wutrang oder so? Das war ja so ein Gott der Germanen. Und ich denke mal, hierum handelt es sich. Geisterwolf. Schlafen. Es ist 10 Uhr abends? Okay, schlafen wir so. Ja, 11 Stunden. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das bin ich gut. Es ist ja nur so ein billiges Camp. Uns wurde ja gesagt, wir müssen an sicheren Orten schlafen, ne? Nö, hat funktioniert. Wieso ich immer noch die Nachtgeräusche höre? Ich weiß es nicht. Das muss man auch nicht wissen. So, ich bin aber voll geheilt durch den Schlaf. Wir brauchen echt mehr Essen. Finden einfach zu wenig Essen. Wir müssen mal wieder was kochen, glaube ich. Naja. Und der arme Fuchs vorhin, der einfach abgeschlachtet wurde, weil die dachten, er hätte die Pfeile geschossen. Nein! Hab ich doch gehört. Oder warst du das? Wolltest du mich verarschen oder was? Na hier, das hast du davon. Bam! Niemand verarscht mich. Ich sehe dich doch. Wen willst du denn da verarschen da hinten, ne? Okay. Ja, das könnt ihr nicht ab, wa? So ein paar Stromschläge. Was seid ihr? Wasser-Pokémon oder was? Hä? Na komm, setz deine Aquaknarre ein. Habe ich mir fast gedacht, dass du das nicht kannst. So, Wolfsel. Achso, das ist der Fuchs da hinten, ne? Fleisch. So. Ja, super, nichts drin. Sand, ja, kann man gebrauchen. Ich aber nicht. Sag mal, Fuchs, willst du mich verarschen oder was? Wegen dir hört die Musik nicht auf. Es will mich töten. Der ist auf mich zugerannt gekommen. Habt ihr es gesehen? Ich musste ihn töten. Hab sogar meinen Pfeil zurückbekommen. Nice. So schmeckt mir das. So schmeckt der Song mal. Ah, gut, es funktioniert. Hallo, bist du nett oder böse? War ja klar. Wieso solltet ihr auch nett sein? Alles will mich hier umbringen. Keine Ahnung, was das war.
Ist mir auch egal. Was machst du da? Moonwalk oder was? Ach Gott, ihr seid so blöd, ne? Naja, das waren definitiv die Krebse, die euch angegriffen haben, nicht ich. Lol. Greif lieber den Bogenschützen da hinten an. Hilf mir! Hilf mir! Jetzt greift er mich an. Ja, verdammt, ich kann den Krebs nicht sehen. Was ist los? Hast du keine Nahkampfwaffe? Oh, wer bringt denn zu einem Messerkampf seine Fäuste mit? Komm. Hau ab. Leer, super. So, das nehme ich gerne mit. Das ist wertvoll. Ja. Können nicht mehr viel tragen. Wir können gar nichts mehr tragen. Ach Gott, ich habe alles mitgenommen, ne? Okay. So, wie wechsle ich? Suchen, Spalte. Okay, ich habe ein dezentes Problem. Ich kann meine Sachen nicht ablegen. Ah! So. Gut, was brauchen wir denn nicht? Das große Gewicht, ne? Wie zum Beispiel Kriegshammer. Tschüss. Spitzhacke wiegt auch 10, aber die brauchen wir. Die Hacke kann weggehen. Ein Gewicht von 20. 7,5. Ja, das ist in Ordnung. Oh, perfekt. So, wir sammeln jetzt noch ein, was wir brauchen. Wie Eisenpfeil zum Beispiel. Und Eisenhahn. Nein. Ich darf nicht mehr alles mitnehmen. Das ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Und du bist auch leer. Das mag ich nicht. Übrigens, ich sehe den Pilz von hier hinten aus. Ja, ich sehe ihn. Und was haben wir denn da? Lehrlingsbuch, schwere Rüstung. Ausdauerflusstrank. Oh, Schutztrank und Trankmischertrank. Trankmischertrank. Okay. Und Bauplan Eisenhandschuhe. Die ich immer noch nicht kapiert habe. Aber egal. Muss ich auch nicht. Ich muss nur spielen und Spaß haben. Da kann ich mir auch gleich ein Ü-Ei kaufen. Da hast du auch ganz viel zum Spielen und Spaß haben. Und es ist lecker. Außer, dass ich es derzeit nicht essen kann. Weil ich nichts essen kann. Ich muss Suppe essen. Ich bin Fleischfresser, Freunde. Ich bin richtiger Fleischfresser. Und wisst ihr, was ich esse? Suppe. Nudelsuppe. Ja. Die Ironie hat mir mitten ins Gesicht geschlagen. Oh, das ist eine Kiste. Ich lasse euch noch am Leben. Noch. Ja, cool, nehme ich. Ich komme nicht zurück. Die Truhe ist leer. Wollt ihr mich verarschen? Also soll ich jetzt eine leere Truhe knacken? Okay. Fragt mich nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach dumm. Vielleicht suche ich die Herausforderung. Ich weiß es nicht. Oh, sie ist leer. Welch ein Wunder. Aber 15 EP. Kann man... Ich sehe dich, du Schlawiner. Ich sehe dich. Imposante Königskrabbe, ja? Bam, jetzt bist du eine imposante Tolle Holly, hörst du bitte mal. Genau, das bist du. Du bist Tolle. Ihr habt's alle gehört. Es war eine Beleidigung. Wie er sich da versteckt hat, ne? Er hat wahrscheinlich die... Hallo, Haus. Er hat wahrscheinlich die Truhe da versteckt, ne? Und weil Krebse ja leider nichts haben... Er konnte auch nichts reinstecken, aber die Kiste hat sie sehr gut versteckt. Respekt an ihn. Das wäre easy. Ich kriege auch keine Erfahrung. Doch, 15? Oh Gott, da hat es ihm sicher mehr gelohnt, die Kiste zu öffnen. Easy going. Leer. Ihr könnt mir wenigstens meine Pfeile wiedergeben, ganz ehrlich. So, da haben wir eine Hütte. Oh Gott, hier gibt es einfach so viel zu erkunden. Hi. Du bist eigentlich voll lieb, ne? Aber du gibst mir Erfahrung.
Und für Erfahrung würde ich alles tun. Sogar dich töten. So, hier muss er das Ding irgendwo ins Wasser geworfen haben. Ich weiß nicht, ob die Personen dann nett sind. Ist mir auch egal. Ach, cool. Ich weiß nicht, wieso man Geld da draußen bunkern sollte, aber egal. So, Schatulle. Jeros Tagebuch. Haben wir da wieder so ein Zero-Spitzel? Ich weiß es nicht. Okay, Objekte. Warum muss das alles immer so lang sein? Naja. Erster Brief. Mein Name ist Jero Sonnenwind und dies ist mein erster Lebensbrief. Gestern Nacht sprachen Sira und ich bis spät in die Nacht über unsere Pläne. Sira und Jero? Das ähnelt sehr meinen Namen, Freunde. Ich warne euch. Ein Wort noch. Und ihr landet in der Klippe. An einem Zeitpunkt warf Sira ein, dass viele Visionäre eines Tages zu Zynikern werden, da sie ihre Ziele aus den Augen verlieren. Diese Lebensbriefe sollen meinen Weg dokumentieren. In Momenten der Schwäche will ich sie lesen und mich an das, was mir wichtig ist, erinnern. Dies ist also der erste. Erst gestern kam der Ordenshüter aus Ark ins Dorf, um mich zu einem Novizen zu machen. Und als wäre das nicht genug, stellte er fest, dass ich Magie in mir trage. Ist das möglich? Ich, ein Arkanist? Es fällt mir so schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen. Mir ist, als ob all die harte Arbeit nun endlich Früchte trägt. Es bringt mich interessanterweise auf einen seltsamen, ja irgendwie morbiden Gedanken. Vielleicht ist es auf eine traurige Art und Weise vielleicht sogar gut, dass Mutter starb. Warum? Weil es mir die Augen geöffnet hat. Jetzt empfinde ich nichts als Unverständnis und ja auch Zorn für die Einfallspinsel des Dorfes. Kinder und Erwachsene zugleich. Tag ein, Tag aus ist dasselbe. Sie stehen auf, arbeiten und lassen sich abends von den Baden berieseln. Sehen Sie denn nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Soll alles, was um die Welt ich habe mich in der Zeit verlesen, sorry. Soll alles, was Sie der Welt hinterlassen, wirklich nur eine flüchtige Aufschrift auf dem Reisestein sein? Sira ist anders. Sie versteht mich. Wir teilen unseren Traum. Und wenn Meister Igrans sie als Lehrling akzeptiert, können wir uns auch für meine Zeit im Noviziat so nah sein wie jetzt. Zweiter Brief. 15 Jahre sind vergangen und viele meiner Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Sira und ich leben nun zusammen. Aber anstatt in den Tempelquartieren leben wir unter den Handwerkern. 5 Jahre ist es nun her, dass ich die heilige Prüfung abgelegt habe. Aber anders als ich es früher noch plante, habe ich mich gegen den militärischen Pfad entschieden. Sondern werde Magister in der Schola sein. Warum? Weil ich denke, dass ich mehr erreichen kann, wenn ich den Nachwuchs des Landes meine Vision weitergebe. Als wenn ich an Kriegen teilnehme, die zwar manchmal notwendig sind, aber im Grunde genau das darstellen, was ich bekämpfen will. Darüber hinaus hat die Truchessa kürzlich dem Gesetzeserlass der Armentafel zugestimmt, den Sira und ich gemeinsam erarbeitet haben. Zweimal jährlich verpflichtet er jeden wohlhabenden Enderela, eine Handvoll Groschen in eine Truhe zu zahlen, aus der dann den Ärmsten der Unterstadt eine warme Mahlzeit gekauft werden soll. Die Truhe muss ich finden, Alter. Die muss ich finden. Ich bin ein schlechter Mensch, Freunde. Die Reaktionen waren gemischt. Einige stimmen der Idee fast schon mit Begeisterung zu. Manch anderer zeigt sich empört. Häufig hörte ich Sätze wie: Die sind doch selbst an ihrem Unglück schuld. Oder, wenn sie nur mal arbeiten würden, dann würden sie auch nicht hungern. Und sie machen mich wütend. Was für eine verdammte Ignoranz das doch ist. Natürlich ist es leicht, den Himmel von der Spitze des Elfenbeinturms aus zu sehen, aber das werden sie nie begreifen. Aber so wütend dieser Brief auch klingt, eigentlich bin ich zufrieden. Ich verspüre ein Gefühl von Sinn, von einer Richtung, in die ich mich bewege.
eben einen nicht zu geringen Teil meines Glückes verdanke ich der Frau, die nach all den Jahren immer noch zu mir steht. Irgendwie interessant. Ich weiß, dass du diese Zeilen vermutlich nie lesen wirst, ebenso wenig wie ich deine Briefe. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, durch die Tinte mit dir sprechen zu können. In diesem Sinne, ich liebe dich, Sira. Dritter Brief. Sira ist tot. Holy shit, that escalated quickly. Getötet von einer Bande Halunken, als sie Essen für die Armtafel in der Unterstadt brachte. Das nenne ich Ironie. Ironie des Schicksals, Freunde. Wie schnell diese Worte geschrieben sind, aber wie kann ich diesen Schmerz, diese Leere annähernd ausdrücken? Es klingt so absurd. Ich spreche mit einem Pergament, weil mir niemand anderes zuhören will und ansatzweise verstehen kann, was das für mich bedeutet. Sira sagte mir immer, die Briefe würden mir Kraft schenken, aber das tun sie nicht. Die Zeilen erscheinen mir fremd, alles fühlt sich falsch an. Ich fühle mich falsch, wenn ich morgen aufstehe. Ich fühle mich falsch, wenn ich in den Mittagsstunden die Sonne zurückzieht, und ich in den bewölkten Himmel schauen muss, und ich fühle mich falsch, wenn ich abends alleine in diesem großen Bett liege. Malphas verurteilt den Freitod als Sünde, da ein jeder von uns im Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber ist das hier meine Aufgabe? Mir bleibt nur noch höchstens 30 Winter, wenn keine Krankheit mich holt. Und hinter mir sehe ich nichts als gescheiterte Träume. Unsere verfluchte Abendtafel hat zu regelrechten Kriegen an den Bakenten der Unterstadt geführt. Und die Reichen versuchen, die Abgabe zu prellen, wo es nur geht. Und vor mir sehe ich nichts als Nebel? Das trifft es am besten. Sag mir also mal was, ist das mein Pfad? Ist das meine Aufgabe, ein gescheiterter Mensch zu sein, dessen Schicksal es ist, alleine zu sterben? Meine Gedanken sind ein einziges Chaos und ich bin müde. Ich will nicht mehr weiterschreiben. Oh, der Arme. Naja. That's life, bro. Sind hier nette Leute? Penthas Haus entdeckt. Pentakill! Der Typ spielt wohl League of Legends. Und muss wirklich gut sein. Einfach mal alles wegnehmen. Hallo Wölfchen. Blaupause. Festlederrüstung. Einzelteile. Keine Ahnung, ich nehme einfach den Hammer mit. Benötigt Schlüssel. Oho. Nein, nein. Ich krieg den Pfeil nicht wieder. Bist du alleine? Bist du ein einsamer... Okay, du bist nicht. Du bist kein einsamer Wolf. Du bist auch nicht alleine. Okay, die sind zu dritt. Ich häng fest. Ha, jetzt will ich mal sehen, wie ihr hier rankommt, Alter. Dumm gelaufen, wa? Ihr könnt gegen einen Cheater wie mich nichts ausrichten. Ja, wo ist der Rest? Hallo? Oh, fies. Oh Gott! Oh, er ist hier hochgekommen! Ich hab nicht gespeichert, bitte verzieh dich. Wieso tot? Cool. Ich zieh mal was zu essen rein. Gerillter Lauch, ja, sättigt, cool. Okay, das ist nicht wirklich viel. Wir müssen kochen, ey, ganz ehrlich. Oh, ganz ehrlich, ich hab Schluck auf. Dann lass mich doch mal kurz essen, ja? Dann können wir gerne kämpfen. Gott, lass mich in Ruhe, Schluck auf. Gott, lass mich in Ruhe, bitte! Warum sind meine Kämpfe so knapp? Oh, ihr habt 5 Lebenspunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Alter. Ich brech ab. Ja, wir haben ein Hand auf 16. Hä? Ich
verstehe das immer noch nicht mit, mit den Kampfpunkten da. Muss ich Bücher dafür lesen? Also Nugget meinte, es gibt Bücher. Aber ich habe doch mir gerade auch ein Buch reingezogen. Also die Sachen, die ich benutze, Einhand und Lichtmagie, sind tatsächlich um ein Level gestiegen. Aber da habe ich doch keine Bücher für gefunden. Moment. Es ist Zeit für einen Test, Freunde. Es ist Zeit für einen Test, bevor wir die Folge beenden. Wir gehen mal... Ist das hier? Da. Lehrlingsbuch. Schwere Rüstung. Kosten ein Lernpunkt. Aha! Ja, jetzt habe ich dich gefunden, Schlampe. Jetzt habe ich dich gefunden. Okay, Schlampe ist ein bisschen übertrieben. Aber jetzt weiß ich, was angesagt ist hier. Und was hier? Hier sind keine Kosten, ne? Das können wir alles lernen. Ach, ich weiß schon. Cool. Okay. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich habe es schon in Pokémon erklärt. Ich habe derzeit Zahnschmerzen. Ich kann momentan nur aufnehmen, weil ich mir eine Pille reingezogen habe. Da ich aber nicht ständig eine Pille reinwerfen will, um aufzunehmen, nehme ich heute nur wenig auf, weil es wirkt nur eine Stunde circa. Und dann kommt der Schmerz wieder. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich morgen wieder, je nachdem, was der Zahnarzt mit mir macht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.